Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich werde euch erstmal meine Verkäufe zeigen. Ich habe sehr, sehr viel verkauft. Ihr werdet es hier schon sehen. Ihr werdet auch gleich noch meinen Coins-Stand sehen. Und dann werden wir natürlich die ganzen Packs ziehen, die ich endlich öffnen kann, wo ich angespart habe. Ich zeige euch die jetzt einfach hier die Verkäufe im Schnelldurchlauf. Also ihr seht hier, ich habe das ja alles investiert gehabt. Ihr seht da schon oben den Münzstand. Ich habe da sehr, sehr viel Gewinn gemacht. Also mehrere Millionen auf jeden Fall. Ihr seht, ihr wisst genau, ich habe empfohlen, die für günstige Preise einzukaufen. Auch die Hernandez, die Weghorst. Wie lange hatten wir die jetzt? 2, 3 Tage gefühlt. Also nicht gerade so lange. Vielleicht hatten wir die auch 5 Tage oder so. Aber pro Karte um die 4-5K gemacht, wie ihr hier seht. Also was auf jeden Fall sehr, sehr gut ist. Ihr seht das jetzt hier im Schnelldurchlauf. Ich muss jetzt nicht jeden hier zeigen. Von den teuren seht ihr auch Buffon zum Beispiel. Habe ich für 30.000 mitgenommen. Jetzt fast für 50 weggekloppt. Manche auch für mehr wie 50 weggekloppt. Was sehr, sehr gut ist. Hier die nächsten Verkäufe. Also hier wieder Hernandez ohne Ende verkauft. Also Hernandez haben wir, ja, wie gesagt, haben wir pro Karte 4.000 gemacht, was sehr, sehr gut ist, wie ich finde. Wer das gemacht hat, hat auf jeden Fall dick Münzen gemacht. Das sind hier, ja, das war, glaube ich, nichts an Verkäufen, oder? Ne, oder nur ganz wenig. Warte, mal kurz schauen. So, ja, 10 Verkäufe hatten wir hier nochmal. Ja, hier Hernandez ein paar Mal noch für, ja, 25 und dann hier das letzte nochmal. Also gesagt, die letzten zwei. Ihr seht, also da sind ordentlich Münzen zusammengekommen mit den Sachen und ich habe auch noch ein paar Verkäufe, die ich euch jetzt gleich noch zeige. Also ja, auch hier seht ihr nochmal Hummels und nochmal ein paar Mal Buffon. Ihr seht, der ist dann auch für 52 weggegangen und hier nochmal die letzten Verkäufe, die ich euch hier zeige. Auch nochmal sehr, sehr viel, ihr habt es gesehen, so mal im Schnelldurchlauf. Ne? Ich will jetzt nicht da 10 Minuten nur dafür drauf eingehen, wie ich jetzt die Verkäufe zeige. Und hier seht ihr nochmal meine 38 Verkäufe, die ich jetzt die letzten paar Minuten nochmal verkaufe. Für ihn hier haben Dalla, haben wir für 25.000 mitgenommen, den hier für 15.000, Neuer hatte ich für 60.000 damals geholt, ist auch jetzt für 80 weggegangen. Cavani auch so um die 40.000 immer geholt. Hummels ebenso um die, ich glaube sogar 39.000 aber den geholt, also mit den Spielern. Natürlich hat die Icon SBC, die Robben SBC und Ori da gut in die Karten gespielt. Also ihr seht hier die Preise, die aktuell sehr, sehr gut sind. Deswegen lohnt sich auch die Packs zu öffnen. Ich hoffe, dass wir hier was gescheit sehen. Hier ist Skriniar, habe ich sehr, sehr lange auf meiner Beobachtungsliste gehabt. Immer für 18.000 mitgenommen, genauso wie Özil. Über 10.000 pro Karte. Ist schon ordentlich, wie ich finde. Hier noch ein paar andere Sachen. Kimmich noch über 30.000, habe ich auch für 16.000 mitgenommen. Szczęsny auch für 16.000. Hier 35 für einen Fernandinho, habe ich auch für, glaube ich, 17 oder so geholt. Alderweireld, Pepe sind halt 85er, die sehr, sehr teuer sind. Auch ein Matuidi auf 21.000 einfach gestiegen. Hatte ich für unter 10.000 damals mitgenommen. Auch das überragender Gewinn. Und dann würde ich sagen, bieten wir hier den Rest nochmal an. Machen die von der Liste weg und beginnen mit den Packs, Freunde. Wir haben sehr, sehr viele Packs. Ihr seht 62 Stück. Ja, also da, ich werde euch natürlich die besten zeigen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt jedes 5K-Pack zeige. Ich denke nicht, weil wenn da 5 Non-Vers drin sind, will das keiner sehen. Ist natürlich klar. Ich würde sagen, wir sehen uns bei Boards wieder, Freunde. Bis. Oh, erste Leinwand. Nice. Und jetzt ziehen wir De Rossi. Ja, immerhin der erste Leinwandspieler nach dem zweiten Pack ist okay. Wird wahrscheinlich jetzt nicht viel wert sein, De Rossi, aber können wir wieder mitnehmen in den Verein. Immerhin wieder eine Tafel. Komm mal, 84er, 85er, Cavachal oder so. Und Fabregas, ja, aus so einem Pack kann man mit leben, würde ich sagen. Bringt ja auch ein bisschen was. Also, Spanier, ZM, ist ja immer ein bisschen was wert für so ein schlechtes Paket. Ja, nehmen wir mit. Letzte Jumbo Gold Pack. Yes, come on, Walkout. Sie gibt was geschafft. Oh, ah, Bakambu bestimmt, oder? Ach, ich habe schon gefreut, dass irgendwas Krasses kam. Ah, ich dachte schon, Food Birthday Spieler kommt. Kommt so ein schmutziger Bakambu, der 15k wert ist. Ey. Ach, so ein schmutziger Bakambu. Digga, man. Man denkt so, man zieht hier gefüllt Ikonen und kriegt so. So, bekommen wir jetzt 4 von denen hier. Gucken wir mal, Freunde. Also bis jetzt Bakambu, danach nur Krutze, also keine Ahnung. Ja, immerhin mal wieder eine Wand. Wird auch mehr als Zeit für 84, 85er. Komm, Rechtsverteidiger. Ach, gibt doch wenigstens Callejon oder so. Castillejo, 1k, ist doch räudig. Letzte von dem, dann kommen Ladung 45er. Gucken wir mal, Freunde, also ein bisschen. Ja, endlich mal wieder, komm, jetzt was Gescheites. Jetzt bitte ein Gutes, bitte, bitte.
Deutsch, bitte nicht Özil. Oh, Innenverteidiger Hummels, bitte, bitte Hummels, ey, bitte. Jawohl, Hummels, sehr, sehr gut, 60.000. Das ist schon mal, damit sowas kann man leben, ey, genau, so Spieler. Dann noch Bayern, Hummels, das ist, wo ich mich mit anfreunden kann, ja, Hummels. Ja, geht auf jeden Fall klar. Vielleicht noch ein Walkout drin, würde ich mich nicht beschweren, komm. Ja, mal endlich. Oder so, ach, du, ach. Ach, ja. Paddlechick sein Lieblingsspieler, na, läuft. Aber immerhin mal wieder Wand bekommen, sieht man ja nicht mehr so oft. Oh, und noch ein Süle drin, nice, schmeckt. Ja, immerhin wieder Leinwand, anscheinend gibt es jetzt Leinwände. Und Mars kommt, Rimines, jawohl, ist in Ordnung, ist ein 84er, der sehr, sehr gut ist, der sehr, sehr teuer ist. Den nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Dann kommen wir zu den leckeren Packs, 50k-Packs, Mega-Packs, seltene Mega-Packs und natürlich auch, ja, 100k-Packs. Komm, bitte hier nochmal eine Leinwand, gut, ja, da haben wir in den letzten Packs hier immer Leinwände bekommen. Komm, gib jetzt mal was Gescheites, ach, wie der Sarabia, wo der halt nichts bekommt. Vielleicht 84, 85 wäre ich sehr zufrieden mit. Komm, Mandzukic und, Subasic. Den nehmen wir natürlich mit in den Verein. Ja, auch wieder sehr grandiose Spieler anscheinend, da ist ein Tafelwert. Deutscher Hummels, Ding, wollte ich sagen, Süde, ach. Baumann, man kennt ihn, der darf natürlich in keinem Pack-Opening fehlen. Baumann oder Horn. Gucken wir mal. Franzose, LM Ribéry. Ach, gib doch wenigstens Ribéry. Ach, geben die Koman. Da ein Walkout wäre auf jeden Fall nice. Wie gesagt, kann ja eh höchstens 86 oder 87 sein, aber wir hatten bis jetzt immerhin hier immer Schlitzer drin bis jetzt. Brasilien, ZDM. Ach, Gustavo. Aber ihr seht, die lohnen sich nicht so. Deswegen, ich würde die nicht mehr empfehlen. Die kosten 7k und 81er kostet 1k, also... Ey, ich dachte diesmal, dass Dings kommt. Caleron, es kommt Suso. Es gibt Karl Estileiro und diesen Suso als 83er. Die wollen mich hier komplett verarschen. So, komm, Megapack. Bitte, es muss doch einen Walkout darin geben. Ja, immerhin Leinwand. Komm, bitte so ein Carvajal oder... ach, Usman Dembele. Ist okay, ist gut für so ein Megapack, so ein 84er, aber... gutes Pack, ein Megapack und das ist untauschbar, dann ist das jetzt auch untauschbar. Da kann ich mich nicht mal freuen, wenn was Geiles drin ist. Ja. Ist nichts Geiles drin. Ja, aber beide untauschbar geben die Schlitz und untauschbar geben die keins. Sehr, immerhin Mkhitaryan. Immerhin. Der Mickey. Aber, ja. Es kommt auch nichts mehr. Komm, jetzt gib mal 83. 85. 500. Ach, wie der Groß. Ach, ja. Ja. Kovacic. Seltenes Elektrum-Spieler-Pack. Komm, yay. Gönnt mal wieder Walkout. Ja, anscheinend gibt's die nicht gefühlt bei mir. Also das ist echt wenig, was sie hier ausgeben. Züde. Zehnmal schon Josef Hummels gesagt, nachdem wir den einmal gezogen haben. Ich wäre noch mit ein paar Mal Hummels sogar zufrieden, muss ich sagen. Also. So, seltene Megapack, machen wir weiter. Komm, hier kann schon mal was drin sein. Komm. Ja, komm, das ist das, was ich sehen will. Bitte jetzt was gescheit. Oh, 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 yes, yes, yes! Komm! Komm! Ah, 85er Hernandez, yes man, da bin ich da und wieder aus einem seltenen Megapack, Freunde. Da war dem letztes Jahr auch den Vira drin gehabt. Ey, ist nicht am Geiern, jawohl, da bin ich da. Ich hoffe halt jetzt nicht, dass das eins der untauschbaren ist. Weil, ja, ich würde ihn gern verticken. 400k nimmt man gerne mit, ne? Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ja. Was für 400? 300 nur, ne? 300 kosten eigentlich nur noch. Saugünstig geworden. Ich dachte 400. Aber er ist frisch, frisch, frisch. Vielleicht für Spezialisten können wir den für ein bisschen mehr verticken. So, 350 K-Packs, Freunde. Komm. Non-Icon würde ich mitnehmen, Freunde. Immerhin Leinwand. Brasilien, LM. Philipp Anderson immer im 84er, nimmt man mit. Nochmal ein Allen, okay. Ein Balotelli, okay, das ist in Ordnung. So, zwei Stück davon haben wir noch, aus denen würde ich auch schon gerne 1-2 Walkouts sehen kommen. Ei, gönnt doch.
Vidal, ja, ich meine Vidal. 85er Vidal. Nimm mal mit, ist okay. Keita noch, ja. Ist okay, es ist nicht krass, ist okay. Oh, seltene Megapack, ach, seltene Spielerset, das letzte von denen. Und dann kommen wir zu den 100k Packs und da muss auch noch was knallen. Ja, die waren schlecht hier, die Packs, die 50er. Brasilien nochmal Anderson oder wer? Gustavo, wow, die 50k Pack auch mega schlecht. Wäre nicht so gut. Deswegen gucken wir mal, was wir hier bekommen. Erste 100k Pack. Ja, nice. Keinen Walkout, Spanier, rechter Verteidiger, ah, gibt doch wenigstens Ding. Carvajal wäre 85 gewesen, aber immerhin Roberto ist schon mal einer der besseren 84er. Vielleicht noch, ach du Kacke, noch hier auch. So, komm, 100k Pack, Walkout wäre nett, EA, ach du Kacke. Komm, wenigstens 85er dann. Wir geben echt wenig Walkout. Alter. Ja, 100k Pack 84er läuft. 2x 84er ist besser in einem 100k Pack. Ja. Komm, nächste 100k Pack. Komm, ey. Top, jetzt guck mal, Walkout denn. Alter, 3x 100k Pack kein Walkout. Das ist schon räudig. Also das ist schon sehr räudig. Ey. Immerhin Pepe, der ist Instinkt. Werde ich direkt verkaufen. Immerhin bringt es 21 Chancen. Den werde ich sofort verkaufen, aber. Kein Walkout bis jetzt aus den 100k Packs ist schon sehr, sehr schwach, muss man sagen. Ja, der geht weg für Maximalpreis noch, stabil. Mir nochmal 20.000 aus dem Pack gemacht, aber ja. Und 200k Packs haben wir noch, Freunde. Also ja, eigentlich müssten beiden Walkout drin sein, dass es noch okay wäre. Immerhin jetzt ein Walkout kommen. Bitte was Gutes, wenigstens so 87er. Modric, bitte Modric. Modric, jetzt gut, okay, jetzt bin ich zufrieden. Jetzt bin ich wirklich zufrieden, also ja, okay, das ist genehmigt. Modric 91er, jetzt bin ich zufrieden, Freunde, weil jetzt ist es so mit den Coins, die ich ungefähr gerechnet habe. Ja, okay, Modric ist, bin ich zufrieden, sollte auch fast 100.000 durch sein Rating bringen. Ja, ist um die ja, 100 ungefähr wert. Den werden wir mal für ja, um die 100 reinstellen. K-Pack untauschbar. Gucken wir mal, was wir im letzten 100k Pack ziehen. Ja, viermal kein Walkout, also bis auf Modric waren die 100k Packs sehr, sehr schwach, muss ich sagen. Und ein Ressus hier im letzten, also die 100k Packs sind meiner Meinung nach eh sehr, sehr schlecht. Also keine Ahnung, könnt ihr mal reinschreiben, wie ihr die findet. Aber aus denen gefühlt noch nie wirklich so ein richtig teuren Spieler. Klar, mal so ein Modric oder sowas wie heute, aber ja. Und die letzten zwei Packs, 2x 125k Pack. Natürlich nice, wenn wir hier noch den einen oder anderen guten Spieler ziehen. Was mich echt enttäuscht, dass wir keinen Food Birthday Spieler gezogen haben. Aber wir haben natürlich einen Icon und Modric gezogen. Also, ich sag mal so, ich bin da, für mich ist es so, dass ich das als Minimum berechnet habe, was ich gezogen habe. Hätte ich schlechter gezogen, wäre ich sehr enttäuscht gewesen. Also, das ist so für mich gerade so in Ordnung noch dafür. Weil, wie gesagt, wir hatten über 60 Packs und ja, Modric, Hummels und halt Hernandez. Er ist halt nur 300k wert. Es ist halt ist eine Icon, aber es ist halt eine Icon, die sich gefühlt anfühlt wie ja zweimal Lewandowski so gefühlt. Das ist halt ja, ist halt nicht rentabel so gesehen. Machen wir jetzt einfach mal auf 2x 125er, bitte Walkout, EA, bitte nicht geiern. Walkout ist schon mal am Start, komm, jetzt gibt was Gescheites. Footballs, ich habe es eben noch angesprochen, da sind wir da. Bitte jetzt was Gescheites. Oh, Mbappé. Oh, der wird sowas von den SPC abgegeben. Mein Gott, hat er mich geprankt. Ich denk so, Mbappé, jawohl. Ach, kommt der da. Ey, und einen Jonas. Ey, es ist doch. Ich will mich nicht beschweren, aber der kostet für mich 20.000 für eine SPC gefüllt. Ey. Paket, Freunde, nochmal 125er. Gucken wir mal, was wir diesmal bekommen. Vom Walkout wäre nochmal zum Abschied sehr, sehr nice. Da wird keiner. Ja, Inform immerhin. Immerhin ist nun mal okay.
Ja, Mexiko hat mich heute genug verarscht mit dem 85er, der nur 300k wert ist, aber immerhin 300k, aber ist schon wenig, muss man sagen. Da hofft man natürlich ein bisschen mehr. Kann da eigentlich noch was Interessantes dahinter sein, vielleicht ein 85er oder, boah, du Kacke, was ist das für ein schlechtes 125k Pack? Alter, guck mal, keinen einzigen 83er. Das ist wirklich schlecht. Also, wie gesagt, Freunde, ich will mich nicht beschweren, was ich gezogen habe. Es ist akzeptabel, aber es ist nicht krass dafür, was ich an den Mengen an Packs hatte. Dafür, was ich so gesehen an Draft gespielt habe, was ich dafür gemacht habe. Wenn man sich so guckt, wie viel ich habe Blanc und Maldini dafür abgeschlossen und habe, ja, 500k ungefähr vielleicht rausbekommen. Wenn überhaupt, vielleicht sogar ein bisschen weniger. Aber wie gesagt, Freunde, ich will mich nicht beschweren. Immerhin, die Icon hat es gerettet. Ohne die Icon wäre es kompletter Desaster gewesen, muss man ganz klar sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit diesem Video. Wenn ja, gebt sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Schreibt was in die Kommentare. Ciao, ciao. Bis die Tage, meine Freunde.